Sodala, liebe Let's Play Minecraft Gucker, herzlich willkommen bei meinem ersten Let's Play, nachdem ich aus dem Urlaub zurückgekommen bin. Ich starte jetzt einfach mal in meiner Singleplayer Welt, gebe erstmal keinen Seed ein, weil ich mich einfach mal überraschen lassen will, obwohl Seeds ja eigentlich immer so ein bisschen Überraschung sind. Aber mir ist auch schon mal passiert, ich habe einen Seed eingegeben, habe danach eine Welt erstellt, habe die Welt gelöscht, habe nochmal denselben Seed eingegeben und habe dieselbe Welt wiedergekriegt. Auch mit allem, was ich schon gebaut habe. Und das will ich jetzt nicht riskieren, dass ich irgendwas Komisches hier kriege. Deswegen lasse ich mich einfach mal überraschen. Das Programm wird schon wissen, was es tut. Und deswegen lasse ich jetzt einfach mal die Welt laden. Und wenn sich jetzt welche fragen, warum ich mir eine Singleplayer-Welt erstelle und die das mit dem Let's Play Together und so noch nicht ganz verstanden haben, das steht nochmal ausführlich auf unserem Kanal. Da kann man es jederzeit nochmal nachlesen, was das genau damit so auf sich hat. Jetzt, das hatten wir nämlich nochmal geändert. Und dann wird sich das auch klären. Und da schauen wir uns mal um. Das sieht ja bis jetzt schon mal gar nicht schlecht aus. Bäume, Sand. Sand ist immer gut. Für Glas später, da muss man nicht so ewig weit laufen, bis man irgendwas gefunden hat. Leider ist der PC gerade etwas langsam. Aber ich versuche irgendwas da mal dran zu ändern, weil das kann ja so nicht weitergehen. Aber ich holze jetzt hier einfach erstmal nach Leibeskräften diesen Baum hier ab. Und gleich zum nächsten. So, nehmen wir einfach mal weiterhin Birken. Da habe ich nicht mehrere Holzarten, was immer so ein bisschen nervig ist. Da hat man dann so 3, 4, 5, 6 verschiedene Holzarten. Und man will die alle eigentlich nur zusammenlagern. Man hat so 2 normale und 3 Tannen und 4 Birke und so. Und das ist ein bisschen unnötig. So, und da habe ich schon einen Sapling dazu gekriegt, aber den werde ich erstmal nicht so nutzen. Ich bin aber zwar sonst immer so der Naturmensch, der dann immer so sagt, ja, ich muss aufforsten und sonst leidet die Natur darunter. Aber das kann mir im Moment ziemlich egal sein, weil ich einfach nur so schnell wie möglich an mein Holz kommen will. So, da la. Und dann wird das hier jetzt gleich mal verarbeitet, alles zu Wooden Planks. Und der Skin ist von League of Legends. Ich selber bin ein begeisterter League of Legends Spieler. Und da habe ich einfach mal im Skindex geguckt, was es so Skins für League of Legends gibt. Und da bin ich hier auf diesen Skin gekommen. Das ist Garen. Ich glaube, viele von euch kennen den, wenn ihr League of Legends spielt. Und den habe ich da halt gefunden und fand den ganz gut. Da habe ich den einfach mal übernommen. Aber ich crafte mir jetzt erstmal hier so eine Holzspitzhacke. Und baue aber auch gleich wieder die Crafting Box ab, um sie mitzunehmen. Da muss ich nicht immer 4 Holz verbrauchen. Ist jetzt zwar nicht so viel, aber trotzdem immerhin 4 Holz gespart. Und versuche mal irgendwie auf einen hohen Punkt zu klettern, von wo aus ich irgendwas sehen kann. Wo, ich weiß nicht, Kohle oder sowas ist. Weil ich brauche Fackeln. Und, aber ich nehme mal da drüben das Schwein, das töte ich mal, glaube ich. Weil ich weiß nicht, wie schnell mein Manipeople hier Hunger kriegt. Ja, lauf im Kreis, lauf im Kreis. Weil ich mich mit den neuen Funktionen von dem Update nicht so auskenne, wie schnell was ist. Und auch mit dem Enderman habe ich keine Erfahrung, was ich da genau machen muss und ob es da irgendwelche Techniken gibt oder so. Also da könnt ihr auf mich nicht zählen. Und das wird wahrscheinlich der erste Mob sein, der mich tötet. Weil ich halt, wie gesagt, keine Ahnung von dem habe. Dann laufe ich jetzt einfach mal weiter auf der Suche nach
nicht nach was Essbarem, sondern nach was Brennbarem. Ich suche Kohle. So, und mal hoch, hoch hier. Und dafür brauche ich erstmal eine gerade Felswand, weil ich will mich jetzt nicht mit meiner Holzspitzhacke irgendwo reinbuddeln, weil die Tour wäre dann ziemlich schnell zu Ende. Außerdem suche ich eine Felswand für eine Höhle, die ich als mein erstes Heim benutzen will. Weil ich baue immer, ganz am Anfang baue ich eigentlich immer nur Höhlen, weil ich finde es sinnvoller, man verbraucht keine Materialien, sondern man kriegt welche dazu. Es geht, naja, unbedingt schneller geht es nicht, aber es kommt mir auf jeden Fall kommt es so vor. Und deswegen fange ich immer mit einer Höhle an. Manche Leute machen es anders, aber ist so eine Angewohnheit von mir. Und dann mal schauen, wo wir hier noch irgendwas finden, was Brauchbares. Wie gesagt, die Kohle wird noch erwartet. Ich wette, ich bin schon irgendwo dran vorbeigelaufen oder so. Wo die da wie auf dem Präsentierteller stand. Da habe ich eben Pech gehabt. Aber ich laufe jetzt einfach mal hier so querbeet. So, ja, weg, wegkloppen, weg, weg, weg. Mal hier reinschauen, vielleicht ist hier Kohle. Hoffentlich. Nee, aber ich höre Monster grummeln. Ich weiß nicht, ob ihr die hört oder nicht. Ich hoffe, ihr hört die auch. Also, weil ich höre sie nämlich relativ deutlich. Und deswegen gehe ich da jetzt erstmal nicht rein. Aber ich baue jetzt einfach nochmal hier ein bisschen Holz ab. Dann baue ich mir eben als erstes ein kleines Holzhaus, wenn ich jetzt nichts finde. Oder ich buddel mich hier gleich einfach mal in den Berg hier zu meiner Linken. Ich glaube, das werde ich mal machen, wenn ich mit dem Baum hier fertig bin. So, und rein geht's ins Vergnügen. Nee, da ist nichts hinter, aber egal. Ich buddel mich jetzt einfach mal hier so gerade durch. Einfach damit ich eine Höhle habe. Und damit ich Stein kriege, woraus ich mir. Na, wieso geht denn da jetzt nicht rein? Da geht er rein. Damit ich Stein habe für Werkzeuge und alles Mögliche, was man sonst so braucht. Außerdem ist Stein immer ein schönes Baumaterial. Und deswegen baue ich jetzt die Höhle. Die kann ruhig ein bisschen größer werden. Wir haben ja Zeit. Bis zum Abendbrot, Morgengrauen. Haha, witzig. Ja, mal gucken, wie weit ich noch buddeln darf, bevor ich wieder rauskomme. Aber ich denke, die Schicht sollte noch gehen. Ja, aber mehr mache ich dann auch erstmal nicht. Ich habe ja Zeit, wie gesagt. Und ja, kommen wir mal aufs Texture Pack. Wie man sehen kann, ich benutze das Misa Texture Pack. Und zwar die erweiterte Version davon, wo halt schon die ganzen neuen Sachen drin sind, wie die Pistons und diese neuen Eisenstäbe oder sowas. Und aber ich habe das Texture Pack ein bisschen verbessert mit Sachen aus anderen Texture Packs. Nämlich zum Beispiel der Mond von mir, das wird man aber später auch sehen, ist aus dem Zelda Texture Pack. Und den habe ich mir einfach mal rübergezogen, weil ich den eigentlich ganz cool fand. Aber das ist ja eigentlich nur nebensächlich. Aber ich buddel hier jetzt schon ordentlich lang und ich habe bis jetzt noch keine Kohle oder irgendwas anderes gesehen. Das ist, nein, nicht beunruhigend, aber es ist ein bisschen, muss jetzt langsam mal was kommen.
Weil ich nicht weiß, wie ich sonst meine Bude hier hell kriege. Oder ich stelle erstmal auf Peaceful, aber ich glaube, das wäre ein bisschen langweilig. Aber wenn ich sonst die Nacht nicht überlebe, ich werde es mir nochmal. Ich werde mal genau drüber nachdenken. Ja, aber jetzt wird es schon langsam, glaube ich, dunkel draußen. Oder nee, das ist nur meine Höhle. Aber ich denke mal, solange es draußen noch hell ist, kann ich eigentlich hier jagen. Also wenn man das Jagen nennen kann, mit einer Spitzhacke. Oder mal Holz oder sowas abbauen. In der Nacht kann ich immer noch in meiner Höhle sitzen und meinen Wohnbereich da ausbauen. Aber jetzt nutze ich einfach mal, dass die Sonne hier draußen ist. Und baue mich mal hier quer durch die Bäume durch. Dann habe ich hier einmal ein bisschen mehr freie Sicht von meiner Höhle aus. Ich glaube, bevor die Nacht anbricht, schaffe ich noch die zwei Bäume hier. Und so, da, da. So, und zack. Und gleich weiterbauen. Das ist das Schöne an Birken, die werden nie so wirklich groß. Die haben immer so eine ganz gemütliche Größe. Ja, ich habe ja von dem Mond geredet eben. Hier sieht man den, der ist noch nicht ganz in voller Pracht draußen. Aber man sieht schon mal so sein eines Auge darüber linsen. Und deswegen denke ich, verziehe ich mich jetzt erstmal so ein bisschen. Weil ich halt auch schon wieder Monster höre. Aber ich glaube, ich schalte doch erstmal auf Peaceful, damit ich hier irgendwas überlebe. Wenn ich was gefunden habe, schalte ich es wieder um. Aber sonst macht das hier alles keinen wirklichen Spaß, wenn ich gleich in der ersten Let's Play-Folge sterbe. Dann ist sofort die Motivation weg und dann glaube ich auch nicht, dass es so wirklich toll ist für die Zuschauer. Weil dann immer nur sieht, so ja, erstes Let's Play, mal gucken, was draus wird. Und dann sterbe ich. Ist jetzt nicht so anregend. Aber trotzdem crafte ich mir schon mal eine Tür. Damit ich es später nicht machen muss. Genug Holz habe ich ja. Na, den muss ich mir schon nehmen. Wieso nimmt der sich die denn nicht? So, nochmal Tür craften. Na, komm schon. Und die tausche ich hier mal mit den Seeds aus. Aber die Seeds werfe ich nicht weg, weil ich denke, die werde ich noch gebrauchen. Und ich habe sie ja kostenlos gekriegt, also werde ich es auch nicht wegwerfen. Aber ich glaube, das war es jetzt erstmal mit meinem ersten Let's Play Minecraft. Weil die Nacht bricht an und viel werde ich jetzt in dieser Höhle nicht mehr machen. Ich werde vielleicht noch ein bisschen was weiterbauen, aber das weiß ich halt, wie gesagt, selber noch nicht. Und das war's dann auch schon wieder von mir. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Let's Play Minecraft. Bis dann.